Fahrer gefahren. Er hat eine Leistung, 10.000 Watt oder so eine Scheiße. Boah, Junge, der ist einfach maximal steil hier. Oh. Boah, Junge, ich kipp gleich hinten rüber. Guck mal, wie ich hier stehen muss. Ja, ich muss hier den Roller festhalten. Schalömchen, meine lieben Freunde. Schalömchen. Wir sind noch in Österreich und ihr habt im letzten Video vielleicht gesehen, das war ja dieses, yo, warum überhaupt E-Scooter und die ganze Geschichte, dass wir vorhatten, nach da zu fahren. Und ja, wir hatten den TechLife X5 bei und den 4Z8. Der 4Z8, der kam da noch hoch. Der TechLife kam da absolut gar nicht hoch. Und wir haben halt festgestellt, das ist hier ein bisschen steil, aber da vorne ist das geisteskrank steil. Und wir haben ja auf Madeira gesagt, ja, es gibt bestimmt keine E-Scooter, die da hoch können. Und das da vorne ist ungefähr so steil wie Madeira. Nicht ganz so steil, aber ist schon hart steil. Und jetzt haben wir gedacht, wenn ein E-Scooter schafft, da hochzukommen, dann ja wohl der schnellste E-Scooter der Welt. Haben wir auch welche in die Kommentare geschrieben, ja, es gibt schnellere. Freunde, wir reden hier von offiziell gemessenen Zeiten. 0 bis 30 mph haben die getestet, ja. Die Scooter. Und da hat der am besten abgeschnitten. Da ist dieser Scooter auf Platz 1. Dann haben wir den VZ10, der ist nicht ganz so eine Maschine, der ist ungefähr Bumblebee. Und das ist Optimus Prime. Also, das ist einfach, der ist geisteskrank stark. Aber im Vergleich zu dem ist das nicht mehr geisteskrank stark. Aber wir haben gedacht, das ist so die obere Spitze der High-End-Scooter aus dem normalen Preissegment, also aus dem normalen Segment. Und außerdem ist es ein scheiß VZ10, der sieht so geil aus. Ja. Ja, Freunde, und damit fahren wir jetzt mal da hoch. Ganz wichtig, wir werden hier nicht rumheizen mit 50, 80, 60.000 km/h. Wir haben keine Schutzausrüstung an und außerdem darf man das noch nicht. Wir werden gemütlich fahren. Wir wollen nur mal gucken, wie die sich im Vergleich... Wir wollen einfach nur da hochfahren, einfach nur gucken, wie stark, also wie gut kommen die da hoch. Und deswegen würde ich sagen, das Stück hier vorne ist jetzt nicht ganz so steil. Da lasse ich mal den Low-Modus drin beim V-Set. Ich mache den Eco-Modus rein, weil der geht sonst die ganze Zeit nach vorne. Also der macht die ganze Zeit Wheelie. Ich meine, es ist halt immer noch, für einen Xiaomi wäre das ja schon eine sehr heftige Steigung. Habt ihr ja vielleicht im letzten Video gesehen mit dem TechLife und dem 4Z8. Hier ist echt schon steil, aber da vorne wird halt richtig steil. Und da werden wir jetzt gleich mal versuchen hochzufahren. Ich denke mal, wenn es ein E-Scooter schafft, dann auf jeden Fall die beiden hier. Ich denke auch mal, dass die das schaffen, aber wir wollen einfach mal gucken. Ja. Wir haben jetzt auch nicht vom Video getestet oder so, das machen wir gerne mal. Aber hier nicht, da bin ich jetzt gespannt. Also ich bin noch im E-Modus, der kommt hier mit 20 km/h hoch, der fährt normalerweise mit dem E-Modus 25. Also die Steigung ist schon ein bisschen steil. Wenn ich jetzt auf D-Modus schalte, ich kann es mal einmal demonstrieren, nur einen Modus weiter, es gibt 6. Ja, da ist er weg. Direkt weg. Also ich bin noch im D, der geht immer noch nach vorne. Das ist ja so steil, dass ich mich nach vorne lehnen muss, damit ich nicht nach hinten rüberkippe. Ja. Soll ich mal den anderen Modus, einen weiter? Ich mache jetzt auch einen weiter. Mach mal einen weiter. Ich bin noch im D-Modus. Ja, Freunde, guck mal einen weiter. Das ist ja überhaupt kein Problem. Der kommt hier ohne Probleme mit 30 km/h hoch. 30? Du willst doch 70 schaffen. Okay. Ich habe noch 3 Modis vor mir. 3. Und den interessiert einfach diese Steigung hier nicht. Hier wird jeder Xiaomi abkacken. Ja, kannst du, das ist ja geil. Das macht aber mega Laune. Wir fahren jetzt das auch macht nicht echt Bock, wa? Ja. Wir sind nicht schnell, wir sind so bei 30. Ey, Junge, der ist einfach nur behindert. Also ganz ehrlich, der hat den... Da kommt ein Auto. Er hat eine Leistung, 10.000 Watt oder so eine Scheiße. Ja, der hat... Ich war gerade die ganze Zeit im D-Modus. Der hat auch den S-Modus vor sich, den C-Modus gibt's doch nicht. Und den X-Modus. Der X-Modus ist übrigens für extrem bescheuert. Und ja, ich würde sagen... Lass mal weiter hier hochfahren, oder? Ja, selbst der D-Modus ist einfach schon zu krass. Schon zu krass. Ich mach einen Modus weiter. So. Oh. Alter, hier Junge. Können wir hoch, hier können wir hoch. Gehen wir mal hier hoch. Fahr mal hier rechts erstmal rein. Ja. Wegen den 50.000 Autos. Ah, ist auch Fall. Ne, warte mal. Zufahrt gestattet, jawohl. Boah, Junge, der ist einfach maximal steil hier. Oh. Okay, das ist krass. Kommst du nicht hoch? Ich kipp rüber. Ich hab zu wenig Grip. Der Roller ist ein bisschen zu klein. Ich
So von der Leistung ist das scheißegal. Aber der macht die ganze Zeit einen Burnie. Der, nein, macht er nicht. Das ist das Problem. Ah, du bist voll über die Kamera gefahren. Der rollt. Kannst du die irgendwie sammeln? Nein, wie soll ich das denn machen? Wir können das aber da abstellen. Ja, stell den da ab. Hier ist doch gerade. Die liegt doch jetzt da in Ruhe. Das Problem an dem Scheiß Schotterstraße ist, da ist tatsächlich der Reifen einfach nicht. Also bei mir ging das jetzt tatsächlich. Ich hatte aber hinten zu viel Grip. Und der ist vorne hochgegangen, ich bin fast drüber gekippt, ich hab mich fast aufs Maul gelegt. Das war jetzt so wie niemand. Oh mein Gott, ich meine, der ist noch ganz, aber die ist. Du hast gerade den Wert der Kamera auf eBay Kleinanzeigen halbiert, Alter. Also Freunde, das war echt zu dämlich. Man kommt hier definitiv mit beiden Scootern hoch. Bei mir war jetzt einfach ein Gewichtsproblem. Kann man hier auch ganz gut erkennen. Der ist hinten, du hast hinten die Chance, dich ein bisschen besser abzustellen. Und ich kam hier einfach nicht weit genug nach hinten. Ich habe mich schon hier drauf gestellt, aber trotzdem ging das nicht. Ich habe mich hier drauf gestellt und so richtig nach vorne gelehnt. Aber das Ding hat trotzdem zu viel Power. Das ist Madeira. Das ist echt Madeira, das ist Madeira auf Schotter. Und du bist, also, das ist ja bescheuert. Freunde, der Scooter, den Emanuel hat, der kostet 5000 Euro, so wie der jetzt da steht. Damit willst du dich hier nicht aufs Maul legen. Meiner ist günstig mit 2,5 oder 2,1 oder so. Das ist ein Schnapper. Mit dem Scooter wäre ich gerne Madeira den höchsten Berg da hochgefahren. Ja, das wäre richtig geil gekommen. Diese eine Straße, wo wir da mit den Rollern nur 15 gefahren sind oder was das war. Ich bin ehrlich, der wäre bestimmt da hochgezogen mit 70. Ja. Es sei denn, hätten wir damit auch 70 fahren dürfen. Ja. Es sei denn, wir wären runtergeflogen. Ja, es kann sein. Das ist ein Blitz, also mal gebitzt werden. Okay. Wird immer der steiler. Zenit ist erreicht bei mir. Echt? Oh, doch nicht, jetzt sitzt ihr nochmal richtig. Aber die Häuser sind echt schön hier. Ja, Junge, das ist absolut geil, wo wir hier gerade sind. Das erinnert mich echt an Madeira, weil wir da auch so immer so übertrieben Berge hochgefahren sind. Ja. Nur ist das halt 50 mal spaßiger mit so einem E-Scooter. Ja. Ah, hier ist doch mal heftig. Alter, hier ist heftig. Ich gebe gerade Vollgas übrigens, ne? Aber ich kann dich immer noch überholen im D-Modus. Ich gebe gerade Vollgas in der höchsten Stufe. Alter, wie geil ist das denn hier? Guck mal, wie steil das hier ist. Was ist das denn für eine Scheiße? Wie willst du hier hochkommen? Ich kann ohne Probleme. Guck mal, der beschleunigt immer noch. Ich komme hier nicht hinterher. Dann ist immer noch Druck auf Ohren. Was soll das? Ja, was soll das? Was ist das denn für eine Scheiße? Ich muss gleich kurz Pause machen. Ich krieg hier übelst einen Krampf, Junge. Boah. Sollen wir mal tauschen? Alter. Das ist behindert. Boah, Junge, ich kipp gleich hinten rüber. Guck mal, wie ich hier stehen muss. Ja, Junge, schnell langsam. Ich muss hier den Roller festhalten. Alter, nimm den mal. Ja, warte mal. Hast du beide? Ja. Ich hab beide. Hier, musst du echt. Alter, ist der schwer. Ja, hab ich gerade auch gemerkt. Du kommst mit dem hier nicht richtig hoch. Das ist der Max-Bonus? Der ist volle Power. Der ist ja komplett ruhig. Wie der hochgeht. Guck mal, wie steil das hier ist. Ab. Junge, ich hab noch nie gesehen, dass ein Faustet 10 abkackt. Ja, der kackt ab. Der kackt ab. Da vorne, Alter. Der kackt tatsächlich ab. Ja, Gott. Ist das ein Wunder, Alter? Du kannst hier kaum laufen. Alter, hier abzusteigen ist auch ein Krampf, ne? Das ist hier die maximalste Steigung. Die ist sogar noch schlimmer als Madeira. Ja, das ist ja komplett behindert. Die kannst gar nicht laufen, Alter. Ja, hier kannst du nicht laufen. Wenn du hier dein Handy fallen lässt, dann rutscht die runter. Ja. Das ist so steil, dass man sich hier festhalten muss. Willst du so da runterfahren? Ich überleg mal, das ist so steil, dass ich das nicht schaffe, mit meinen Füßen hier den Roller zu stoppen. Also das ist echt maximale Steigung. Also das ist auch wirklich maximale Steigung für den V-Set, Freunde. Der hat aufgegeben. V-Set an den Limit gebracht. Einfach V-Set 10 so. Aber die Aussicht ist jetzt richtig geil.
Alter, hier kannst du einen Kerstest machen. Ja, dann ist der voll aufgeladen, wenn du unten bist. Ja, wenn du unten bist, ist der Akku voll. Ja. Ich glaube, wenn du unten bist, ist die Bremse Schrott. Ja, das habe ich mir auch gerade schon so gedacht. Nicht, dass die gleich verglüht oder so. Alter, stell mal vor, die Bremse ist hier im Arsch. Du stirbst einfach. Du gehst einfach drauf, Mann. Dann musst du wirst einfach verrecken. Oder wahrscheinlich musst du vorher schon abspringen. Hä? Dann musst du vorher schon abspringen. Guck ja, mal die Aussicht. Bist du gecheckt, dass das nicht mehr funktioniert? Bist schon auf 30. Ich bremse die ganze Zeit. Ich auch. Alter, guckt euch das mal an. Das sieht schon geil aus. Das ist doch mal eine Aussicht hier vorne. Ich hoffe, es war gelohnt, hier hoch. Guck mal, da hinten ist der Bodensee. Ey, jo. Und ein Flugplatz. Ne, ist der Bodensee. Oh mein Gott. Lass mal so für 2 Sekunden die Bremsen komplett los. Nur für Alter, Junge! Du bist recht 50, Alter. Du bist Alter. Mal 40, das ist... Holy moly, Alter, mach mal hier... Also, das ist schon krass. Aber wie der da einfach hochgezogen ist, der Nami, das ist unglaublich. Ich wäre gern mit dem Nami zum Gipfel gefahren, Freunde. Ja, aber wir brauchen noch einen von denen. Ja. Wir müssen gleich tatsächlich zum Veli gehen, vom Mikrofahrzeug, und sagen, yo, Veli, der VZ10, hast du was Schnelleres? Der ist zu langsam. Wir kommen damit nicht den Berg hoch. Ja. Das geht nicht. Schalömchen. Schalömchen. Alter, macht das Bock hier. Das macht so Bock, hier lang zu fahren. Ja. Ey, lass mal kurz. Alter, was? Privat? Ey, ich muss mal ganz kurz hier gegen das Gesetz verstoßen. Was ist das denn? Was hat er denn für einen Garten? Ja, will er mich verarschen? Alter, da schwimmt einfach einer in seinem Teich. Was ist das denn, Alter? Junge, wie kann man so reich sein? Guckt euch das mal an. Also ich meine, tut mir echt leid, dass wir jetzt gerade hier einfach mal eben so einen Garten gefilmt haben. Aber wir haben von außen gefilmt, glaube ich, ist nicht verboten. Aber what the fuck? Wie kann man denn so einen heftigen, geilen Garten haben? Guckt euch das mal an. Ich würde mein Grundstück nie wieder verlassen. Und wenn du das Haus hast mit dem Grundstück, hast du anscheinend auch genug Geld, dass du das machen kannst. Ja, cool alles.